Hey ho YouTube und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Comic Reviews von mir. Nach den recht independent und Cross-Cut-lastigen letzten paar Tagen habe ich diesmal wieder was von Panini dabei, und zwar Moon Knight Band 3 und Future's End Band 7. Das ist jetzt der vorletzte Band von dem Future's End. Aber anfangen werde ich jetzt erstmal mit dem Moon Knight, und zwar ist das hier der finale Band der Serie. Steht auch hinten nicht drauf, dass der finale Band ist, ist er aber. Und beim Marvel ist ja hingegangen und hat das so im Staffelformat rausbringen lassen, dass jeder Band vom anderen Autoren Zeichner-Duo gezeichnet wurde und die ja so ein bisschen sich austoben konnte. Das Einzige, was halt die drei Bände miteinander vernetzt ist, sind die Zeichnungen. Wurde auch schon von mehreren Leuten in Videos gesagt. Also ich bin nicht der Erste, der es darauf aufmerksam macht, wie geil die Zeichnungen einfach vom Moon Knight sind, dass sie hingegangen sind und ihn einfach nicht ausgemalt haben, was ihn strahlend weiß wirken lässt. Er erwähnt auch, ich glaube, im ersten Band ist es, dass er mit Absicht weiß ist, mit die Gegner Angst bekommen, wenn sie ihn kommen sehen. Hier drin sind 5 Geschichten erzählt, alle sehr düster, teilweise auch recht blutig, die alle so für sich alleine stehend funktionieren. Man hat halt mal den Moon Knight im klassischen Kostüm und mal in diesen Anzug mit Krawatte, wo er mehr so Detektivarbeit macht. Und eine der Geschichten zum Beispiel ist, da geht eine Terroristengruppe hin und die nehmen Geister gefangen in so kleinen Bomben und machen damit terroristische Anschläge, und Moon Knight geht halt hin und befreit die Geister, die diese Terroristen gefangen genommen haben. Das Ganze ist sehr blutig und cool erzählt. Man hat das recht schnell durchgelesen, weil es jetzt nicht so textlastig ist, aber sehr stimmungsvoll, und die Zeichnungen sind halt durch die Bank weg richtig gut. Also Moon Knight ist so die Serie, die ich in den letzten Jahren von Marvel gelesen habe. Also ich müsste, also so mein Top 3 ist sie definitiv drin von dem, was ich bis zur Marvel-Serie in den letzten Jahren gelesen habe. Ich musste mit Sinus nicht, wollten eigentlich mal so einen kleinen Jahresrückblick machen. Der las auch, aber irgendwie haben wir es sonst auf die Reihe bekommen. Und auf jeden Fall möchte ich jetzt nicht alles wegspoilern. Ich kann nur sagen, man kriegt hier mal, also es ist auch ein guter Einstiegspunkt. Also wenn ihr mal was vom Monat lesen wollt, könnt ihr euch auch einfach den dritten Band jetzt von der aktuellen Serie holen und blickt da eigentlich so weit durch. 5 für sich stehende Geschichten. Es wird auch nicht wirklich auf die letzten Bände eingegangen, was überhaupt nicht weiter schlimm ist. Ich finde, das tut recht gut am Monat, mal so eine so ein Paperback, der für sich alleine steht, wo man nicht viel Vorwissen braucht und den man sich einfach mal so weglesen kann. Einziger Kritikpunkt vielleicht ist, dass man zu schnell durchgelesen hat, weil er nicht so textlastig ist, was allerdings nicht weiter stört. Kriegt von mir definitiv 5 von 5 Punkten, absolute Kaufempfehlung, und gehört in jede besser sortierte Marvel-Sammlung rein, die Serie. Dann jetzt weiter mit Future's End, und wir sind jetzt angekommen bei Paperback 7 von 8, und bei mir ist so langsam, bin ich ein bisschen ermüdet von dem Event. Ich habe ja hier oben noch die Added 2 World Ends Paperbacks, wovon ich jetzt 2 von 4 gelesen habe. Habe auch die nächsten 2 schon hier stehen. Das gleiche bei Future's End, da habe ich auch schon die finalen Band bei mir stehen. Und das ist echt ein geiles Event, und es ist halt echt jede Menge, was man da lesen muss, um da auf dem Laufenden zu bleiben. Es werden eigentlich schon die Geschehnisse weitergeführt, die in den letzten Bänden halt angerissen wurden. Es geht halt aufs Finale zu. Aber es ist unter anderem, dass Frankenstein auf seinen Vater, Dr. Frankenstein, trifft, dass Superman sich wieder mit einbindet, dass die neue Firestorm sich immer noch nicht von ihrem Partner trennen kann, dass sie zusammen in diesem Körper gefangen sind. Das war eigentlich auch schon so der große Aufhänger davon. Und dann noch dieser super in den Batman-Joker-Roboter, den man hier auch auf dem Cover sieht, der sich halt durch die Gegend metzelt und versucht, die ganze Bat-Familie umzubringen. Ist recht cool. Allerdings bin ich jetzt auch froh, dass es mit dem nächsten Band die Story zu Ende erzählt ist, auch wenn ich den Band hier wieder sehr gut fand. Ich bin auch ein großer Fan von diesem Badass Superboy-Man, wenn er nicht ganz so geschniegelt immer dasteht. Ich mag das voll, wenn er so mit 3-Tage-Bart gezeichnet wird und Jeanshose. Wirkt irgendwie ein bisschen cooler, finde ich, als immer mit seinem normalen Kostüm. Mir hat auch Shazam jetzt in dem ganzen Band sehr gefallen, also in der ganzen Serie bis jetzt, mit diesem Superman-Helm, das dann anfangs so ein Geheimnis drauf gemacht wurde, wurde aber, glaube ich, recht schnell, ich glaube im 4. Paperback war es schon wieder aufgelöst. So viel sauer verraten zu dem Band, Shazam wird hier wieder zu Shazam, und weil Superman ja wieder zurück ist, auf jeden Fall cooles Comic. Ich bin trotzdem ein bisschen ermüdet von der Serie, kriegt von mir trotzdem eine 4 von 5, weil das ist halt auf jeden Fall eines der besseren DC-Events. Und vor allem, wenn man das jetzt gerade mit Convergence vergleicht, kannst du mal wieder erwähnen, Convergence kauft euch nichts davon. Ich habe leider noch den Sonderband noch hier stehen, den ich lesen muss und all sowas. Aber ich werde mir nicht alle Sonderbände davon holen, und die Megaband habe ich was lang auch schon abbestellt, weil Convergence ist ein total austauschbares Event, was man nicht wirklich braucht. Schade, gerade nach den letzten beiden starken Events, vorher bei Evil und Future's End, dass da nächstes so ein schwaches Event bei rauskommt.
Allerdings bei Marvel ist es ein bisschen umgekehrt, da waren ja die ganzen letzten Events sehr schwach. Da wird es hingegen soll ja Secret Wars sehr stark sein. Und davon werdet ihr die erste Review von mir erst im März bekommen, was ich habe gesagt, ich gehe jetzt noch einmal im Monat zum Comic-Händler. Auf jeden Fall werdet ihr dann Secret Wars meine Meinung dazu hören. Trotz dessen, ich bin ein bisschen ermüdet, bin verflusst, wie gesagt, hier von einem 4 von 5. Und ansonsten würde mich eure Meinung interessieren, gerade zum Monat, wie euch Monat gefallen hat, weil ich weiß, dass die Serie extrem abgefeiert wird. Trotz dessen würde ich es von euch auch nochmal hören, dass ihr die Serie feiert. Und ansonsten sehen wir uns beim nächsten Mal, Jungs und Mädels. Lasst mir einen Daumen nach oben und ein Abo da. Haut da rein.